Lassen wir erstmal die Aufnahme. Ja, hallo, willkommen YouTube auch zu einem neuen Display. Welki 64 ist es. Ein Spiel, was sich aus der 64-Bit-Ära inspiriert lässt, was der Name vermuten lässt. Und dort natürlich vor allem von Ocarina of Time. Das habe ich gerade schon erzählt, aber hatte ich die Aufnahme noch nicht an. Deswegen wiederhole ich das eben nochmal kurz. Ja, ich hatte heute mit dem Soundproblem zu kämpfen. Das habe ich aber jetzt hoffentlich erstmal so in den Griff bekommen. Falls es doch noch den einen oder anderen Aussetzer gibt, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin weiterhin dran. Ja, mal gucken. So, am Anfang kommt ziemlich viel Text, deswegen starten wir jetzt einfach mal ein neues Spiel und ich konzentriere mich ein bisschen darauf, das alles so mitzubekommen. Vor langer Zeit in dem Reich von Zelissa gab es die Göttin der Ordnung und die Göttin des Chaos, die zusammenherrschten. Aber an einem Tag hat die Göttin des Chaos wollte die Göttin des Chaos alleine regieren und die Göttin der Ordnung besiegen. Die Armee des Chaos, die Reptiden und die Armee der Ordnung, die Wächter, kämpften grausame Schlachten, um die Herrschaft, die Vormachtstellung zu erreichen. Aber die Kosten des Siegs waren hoch und nur eine einzige Wächterin überlebte. Die Wächterin bist du, Valky. Es ist Zeit, wieder zu ersteigen. Die Göttin des Chaos ist wiedergekommen und möchte über ganz Zelissa regieren. So. Rise, Valky, rise. Und den letzten Satz konnte ich jetzt gar nicht mehr lesen. Entschuldigung, das ging auch ein bisschen schneller. Schade, dass man da nicht einfach weiterdrücken kann. Nun ja, da sind wir auch schon, Valky. So. Also beim Interface sieht man auch auf jeden Fall, ne? Rubinen scheinen anscheinend die Währung zu sein. Es gibt drei Herzen. Was ein bisschen anders ist, wir haben einen Zweihänder. Und das auch von vornherein. Und dass wir mit dem Schwert draußen nämlich nicht hüpfen können. Wir können vertikal schlagen, können horizontal schlagen, können parieren und natürlich anvisieren. Und dann auch ausweichen. All das, glaube ich, lernen wir aber gleich auch nochmal in den Dojo. Ah, hier gibt es noch Statistiken. Okay. Genau, wir haben auch eine Sprungattacke, aber müssen wir halt immer erst das Schwert wegstecken. Das ist ein bisschen schade. Ich habe bisher jetzt auch echt nicht viel reingespielt. Ich habe einmal hier... Ah, Valky, du bist endlich erwacht. Ich habe dich gerufen, weil ich die Ankunft der Göttin des Chaos gespürt habe. Es sieht so aus, als ob ihre Kräfte mit dem Chaos-Juwel zurückgekommen hat. Sie hat eine riesige Armee neuer Reptiden herangezüchtet. Auch wenn diese Armee immer noch klein ist, im Gegensatz zu dem, was damals gekämpft hat, machen die schon überall Chaos. Besuche jedes der vier Reiche von Zelissa, die zu diesem Tempel verbunden sind. Du wirst dort die heiligen Juwelen finden. Mit diesen kann ich ein Portal kreieren, um zu der Festung des Chaos zu kommen. Ich öffne die Portale zu... Ich habe die öffnet... ich habe die... Ich habe die Portale zu allen vier Reichen geöffnet. In welcher Reihenfolge du diese angehst, das liegt an dir. Manche Gebiete sind gefährlicher als andere. Ich würde raten, dass du in dem Waldgebiet anfängst. Und wenn noch was sein sollte, zögere nicht, mich nach Rat zu fragen. Habe der. Genau, wir sollen zuerst in den Wald, da werden die schwächsten Gegner von ihr erspürt und ja, wenn wir alle Juwelen haben, können wir jetzt in dieser Chaos-Festung fortschreiten. So, jetzt sehen wir schon des Weiteren. Unten rechts die Minimap, auch diese ist hart von Ocarina of Time inspiriert. So. Unsere Position ist der gelbe Pfeil, der rote ist da, wo wir reingekommen sind. All das kennt man. Und mir gefällt die Musik bisher ganz gut. Ich glaube, das habe ich jetzt nur kurz recherchiert, ich meine, das ganze Spiel werde ich auch wieder nur von einer Person. Okay, mit eingepackten Schwert sind wir auf jeden Fall schneller. Was bist du denn? Oha.
Ha, und wir haben unseren ersten Gegner besiegt. Yes. Zum Kitzen-Trainings-Dojo. Von Combat Basics zu Master Technik. Also von den Grundtechniken bis zur Meisterleistung. Alles möglich. Und da vorne rechts sehe ich schon unsere erste Schatztruhe lauern. Kann man gerade. Ja, okay, Gras können wir auch wegmachen. Sehr schön. Oha! Ein Herzteil! Okay. Was meint ihr? Das sieht nach zwei Herzteilen aus oder drei? Maximal drei Herzteile, würde ich sagen, die man braucht, bis man einen neuen Container hat. So. Keyboard Controls. Ja, ist egal, wir haben. Hallo, lieber Euphonic, und vielen Dank für deinen Sub. Auch schon im sechsten Monat. Alter, finde krass. Krass. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Ja, jetzt habe ich, kann ich direkt mal. Ich glaube, der Sound ist jetzt ganz in Ordnung, ne? Also, ich spiele es zwar immer noch ein bisschen leise, aber ich glaube, es ist besser als gestern, ne? Und ich hoffe, vor allem mein Sound ist in Ordnung, aber. Wenn nicht, naja, wie gesagt. Horizontale Attacken haben weniger Kombo-Potenzial. Ich glaube nur, das Mikro übersteuert. Oh, ja, das kriege ich. Das könnte ich hinkriegen. Übersteuerung kriege ich hin. Das will ich natürlich auch nicht. So. Wahrscheinlich bin ich jetzt zu leise, wie ich mich eingestellt habe, aber. Warte mal, wir machen jetzt aber auch hier noch, nehmen wir auch noch mal ein bisschen was runter. Okay, die alles gut, kein Problem. Mach du mal. Horizontale Attacken haben weniger Kombo-Potenzial als vertikale Attacken, aber können mehr Gegner treffen. Ich finde es immer auch schwer zu sagen, also ich glaube, damit das hier meinen die als horizontalen Schwung und das ist der vertikale Schwung, wobei die alle so dadurch, dass sie über die Diagonale gehen. So, und hier vertikal kann man nämlich drei Attacken aneinander ketten und hier nur zwei. Du kannst nicht manuell springen, wenn deine Waffe gezogen ist. Wenn du dich fokussierst mit einer gezogenen Waffe, wirst du anstatt zu springen ausweichen. Entweder links, rechts oder nach hinten. Du kannst jegliche Aktion unterbrechen, indem du ein Ausweichmanöver machst. Hallo? Also links, rechts, hinten. So. Und wenn wir einstecken, können wir springen. Du kannst angreifen, während du springst. Entweder automatisch. Oha. 60% GP, 152 Grad. Hey, Also, du kannst angreifen, während du springst. Entweder durch einen Autosprung von dem Rand an der Plattform. Oder indem du angreifst, während du in der Luft bist. Nee, was? Moment, Jump from Attach. Achso, warte mal, wenn ich von da. Können wir hier runterspringen? Aber wenn man so einen Sprung macht, dann müssen wir beide Tasten drücken, damit wir dann.
die Attacke machen. Wo ist die Leiter? Ah ja, da war die Sprungattacke. Oder... aus dem Handsprung mit jeweils einer Taste. Aber es ist ja auch für euch zu sehen, also eigentlich echt egal, aber... Okay, habe ich verstanden. Du bist langsamer, wenn du deine Waffe gezogen ist. Deine... automatische Sprünge werden nicht so weit reichen wie sonst. Also verglichen, wenn du die Waffe weggesteckt hast. Okay. Das haben wir auch schon gemerkt. Combo-Attacken erzielen mehr Schaden als einfache. Jede Attacke vom gleichen Typ, entweder horizontal oder vertikal, verstärkt den nächsten Angriff, bis die Combo endet. Du kannst horizontale und vertikale Attacken miteinander kombinieren und aneinanderketten. Oh nö, ich dachte, genau das hätte ich eigentlich weg. Ich glaube langsam, echt ohne Witz, das muss irgendwie an OBS liegen. Ich habe jetzt vorhin, wenn ich mit Nvidia zum Beispiel aufnehme, ist das deutlich klarer. Ich dachte, ich hätte es gehabt. Ist doch nicht bei allen Wörtern. Ja, es ist sehr merkwürdig. Ja, ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt weiter. Ich habe jetzt hier einfach Spaß. Ein bisschen. Versuche ich beim Schnitt dann nochmal ein bisschen mich runterzuregeln. Irgendwie, keine Ahnung. Dass es ein bisschen weicher wird oder so. Wo waren wir? Genau, man kann horizontal und vertikal Attacken miteinander verbinden, aber das wird den... ja, so wie man es nimmt. wird den Combo-Schadensmultiplizierer wieder zurücksetzen. Boah, ey. On the fly übersetzen. Ich fühle mich schon wieder zurückgesetzt wie bei Bug Fables, ey. Dadurch dadurch wird halt eine Horizontal-Vertikal-Horizontal-Kombo nur so viel Schaden machen, wie als ob sie die erste Attacke gewesen wäre. Also Schwing, Ruderschaden, Schwing, dann ist hier einmal so normal, also wir sagen mal einfacher Angriff, doppelt so stark, oder ich weiß, wie der Multiplizierer ist, dreifach so stark am Ende, 2-1 und dann erst, versteht ihr, ne? Wenn du Sprung drückst, während deine Waffe in der Scheide sitzt, wirst du höher springen, als wenn du ein Auto schrammst. Das steht doch da vorne schon bei. Also ein Virus-Springen ist eigentlich besser als Auto-Jumps, ja. Jetzt hier. Möchte ich auch lesen. Warum kann ich die Rollen nicht lesen? Hallo, Herr Fuchs. Okay, man kann gegnerische Attacken parieren. Perfekte Parierungen geben danach dann dreifach Schaden. Danach wird allerdings dann das Parierfenster ein bisschen... kann man die nächste Attacke nicht so gut reparieren. Reparieren. Willkommen zu unserem Dojo. Du kannst von den, du kannst unsere Kampftexte für frei, kostenlos lesen.
Aber für die weiterführenden Kampftechniken brauchst du einen Dojo-Pass von dem Dorfältesten. Na gut. Ich hol die Waffe raus, so Arsch langsam. Ja, so ist das manchmal, ne? Man denkt mal, geil, ich freue mich auf die Klasse und dann spiele ich doch wieder was anderes, ja, kenne ich. Viel zu viel überladen, ja, Black Desert Online ist da auch schon Jahre alt, ey. Aber die haben es auch wieder komplett irgendwie rebootet oder sowas, ne? Haben wir mal ein bisschen Geld, wer weiß, wofür es gut ist. 2014, ich hab Gefühl gesagt, es will älter. Haja! Bam! Oh, roter Obi, will ich haben. So, wie ist er mit Perry? Oh, verkackt. Oh, aua. Oh, hallo. Jetzt aber gut. Okay, ja. Gut. Vielleicht schwieriger, dann die Animationen rauszufinden, wann die Gegner angreifen. Spawnen die einfach die ganze Zeit jetzt wieder? Hm. Gibt ja keine Erfahrung, da wir noch nicht wissen, was, wie viel Geld viel ist und was wir benötigen, würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Wasser ist mal so langsam, sonst hätte ich gesagt, hä, ist denn der Wasserfall was? Aber ich glaube, das ist wirklich was. Ja, das ist ja immer so. Ja, das ist halt immer das Ding bei den. Kostet es wenig oder ist es free to play? Warum schreie ich eigentlich so? Das ist das Problem bei free to play Spielen, dass dann immer welche Ingame Shops und Boosts an allen Ecken einem ins Gesicht geschlagen werden. Oder oft halt. Ist immer ein bisschen schade. Hier, das bekommst du durch monatelangen Grind. Aber wenn du jetzt eben mal 5 Euro zahlst, dann kannst du das Ganze um das 20-fache beschleunigen. Okay. Ja gut, aber es ist ja auch nicht viel. Also es, ja, es gibt halt überall Monetarisierungs-Dings. Also das ist ein WoW ja nicht anders, da gibt es auch einen Shop noch. Zum Waldtempel? Ich würde ganz gerne erstmal ins Dorf, ehrlich gesagt. Zur Kitzenstadt. Ich glaube, ich habe wieder ein bisschen Zunge verbrannt. Ich liebe Kohl.